schaut, wie groß er ist. Ich hab Schiss, dass er mich von hinten würgt. Ich sage ihm, du hast ihn mit dem Mordel gekämpft. Ja, da hat ihn mit einem Messer gekämpft. Die Leute sind verrückt hier. Ich heiße euch herzlich willkommen zu dem wahrscheinlich wirklich letzten Video aus Ägypten. Und zwar gehen wir heute einfach ganz kurz auf den Ataba-Markt. Was ist der Ataba-Markt? Auch ein sehr bekannter Markt in Ägypten, wo es anscheinend so alles gibt, was man sucht, was Fake-Waren angeht. Und wir schauen uns das einfach mal an. Peace, viel Spaß. So, schauen wir uns mal Uhren an. Uhren. Schaut mal, wie viele Uhren, Alter. Ich liebe diese Vibes an Märkten. Richtig geil. Viel los. Ich bin auch am Überlegen, jetzt mal meine Maske anzuziehen. Weil wir fliegen in 3 oder 2 Tagen zurück. Überall Läden, Alter. Krank. Was hier los ist, Mann. Auch richtig schöne Uhren. Schaut mal, hier geht's einfach. Den ganzen Gang sind wir gerade vorgekommen. Es ist so richtig. Richtiges Labyrinth hier. Auf anderen Märkten war das so schlimm, man wurde die ganze Zeit angefasst und so. Hier chillig, du gehst durch, als wäre es eine normale Mall. Dann gibt es da vorne, glaube ich, jetzt wieder so einen, der nicht überdacht ist. Man sieht es auch, ist nicht wirklich überdacht. Richtige Läden, Alter, das ist krank. Gürtel, Geldbeutel, Taschen, Uhren, Schuhe. Schaut euch das an, Leute, Mann. Ein Riesenmarkt. Seht ihr mal, wie freundlich die Leute sind. Keiner will hier was Böses. Magdi hat auch gemeint, hier braucht man auch keine Angst haben, dass einem Sachen aus der Tasche geklaut werden und sowas. In Ägypten gibt es sehr wenig Kriminalität, was so Klauen und so angeht, weil das Land sehr religiös ist. Hier wieder Uhren, Casio-Uhren, Vintage-Uhren, denke ich mal. Gürtel, Parfum, Öle. Da eine Dieseluhr, safe bekannt. Patek Philippe iced out. Ich sage ihm, hat ihn mit Mordel gekämpft. Die haben sich gestritten, weil er so langsam gegangen ist. Cartier-Uhren. Boxen, Uhren, Brillen, Klamotten. Hier sind Klamotten. Straßen überqueren, wichtig in Kairo, vorsichtig und niemals rennen. Jetzt befinden wir uns auf dem Kleidungsmarkt und ägyptische Baumwolle ist sehr, sehr bekannt weltweit. Schaut, überall hier Kleider für Frauen, richtig krass. Crazy. ده كده بتصور هنا ولا هنا بقى؟ ايه بتصور نفسك. اها. سيلفي. اه. ويلكم تو ايجيبت. Die Leute sind verrückt hier. Mentalität ist da. فين الكاميرا طب؟ ايه؟ الكاميرا؟ كاميرا يا. فيه. So geht es hier die ganze Zeit. Schuhe, New Balance mit M, New Balance. Wir sind schon 200 Meter gelaufen. Einer hat Covid-19. Oh mein Gott. Deswegen immer Maske tragen, Leute. Ich sage euch ehrlich, wenn ihr wieder nach Hause wollt, tragt die Maske. Und diese Straße jetzt, wenn man hier komplett durchgeht, kommt man wieder auf den Khan Khalili. Hier Eiswagen, glaube ich. Ja, Mann. Würde ich euch jetzt nicht raten, da was zu kaufen. Die Frau trägt einfach was auf ihrem Kopf. Hier Spider-Man-Outfit. Chillig.
Egypt. Matti hat mir gerade erklärt, wie zum Beispiel diese ganzen Replika von Boxershorts gemacht werden. Die haben hier überall diese Gummibänder mit den Markenemblemen drauf. Nähen die das nur rum, was du willst. Und dann hast du deine Boxershorts, wie auch immer du sie möchtest. Hier Shoelaces, hier gibt's alles. Schaut mal, ganzer Laden nur für Shoelaces. Magdi, Ataba Helwa. Das ist Ataba? Ja. Okay. Und hier geht auch, sage ich mal, die nicht, die Leute, die unter der Mittelschicht leben, gehen hier auch ihre Klamotten kaufen und alles. Next one? Ja. Okay. Ich habe so einen Rasierer mir kaufen wollen, der so eine Klinge ist, wie der Friseur hat. Und ich werde jetzt mal schauen, ob ich so eine finde. Und dann schauen wir mal, was die kostet. Das ist jetzt gerade, was mir was eingefallen ist, was ich kaufen könnte. Mein schwarzer Bruder hier. YouTube. Egypt. Hier Taschen für die Frauen. Boah, es nimmt ja kein Ende, dieser Markt. Jetzt sind wir bei Elektrowarenzeug und sowas hier. Heftig, Mann. Hier gibt es leckeres Essen. Es ist auch nur ein kleiner Einblick, ich sag ehrlich, ich werde das Video lang laufen lassen, aber es ist so laut, man hört mich eh nicht, scheiß drauf. Ah. Nein, 0-0. 2-0-0. Oh, ist gut. No? La? Okay. Also 200 für den Rasierer. Also er meinte, weil ich gemeint habe, ich will den vielleicht kaufen, hat er gesagt, ich sollte die nicht kaufen, weil die gehen nach ein paar Mal benutzen kaputt. Mach dann hier. Hallo. Okay, Helwa. Magdi raucht seine siebte Zigarette. Wetter ist geil und die Leute sind gut drauf und chillige Vibes hier. Hier gibt es vielleicht so ein Messer. Mal schauen, schauen wir mal rein. Also hier in dem Laden schärfen, schleifen, machen die alles, was Metall und Messer angeht. Ah. Oh, oh, oh. Marki hat eins gefunden. Das ist anscheinend die beste Qualität. Sehr leicht in der Hand. 40 Pfund. 40 Pfund. Nochmal 5 Pfund runtergegangen. Jetzt sind wir bei 40. Schaut, wie groß er ist. Ich habe Schiss, dass er mich von hinten würgt. Schaut mal, wie böse dieser Winkel aussieht, wenn der hinter mir läuft. Auf jeden Fall 40 Pfund. Und ja, Leute. Ich habe nochmal Augenkontakt gemacht, nicht, dass er mich abstechen will. Mohammed Ali Street. Mohammed Ali Street? Ja. Okay. Das hier ist die Mohammed Ali Street, Straße. Ah, Kathedrale? Ja, Mosk. Ah, okay. Da Mohammed Ali hier. Okay. Da hinten befindet sich die Mohammed Ali Moschee. Hier wird kurz eine Pepsi gekauft. Auch schöner Spot. Die Straßen, wunderschön hier. Ich glaube, jeder von euch, der mal mit einer Kamera durch solche Städte gelaufen ist, hat immer das Gefühl, dass einem die Kamera aus der Hand gerissen wird. Habe ich hier gar nicht. Ganz entspannt. No, in Germany, like this. Könnt euch nicht vorstellen, wie diese Pepsi gerade gut tut. Als wäre ich ganz in der Sahara gewesen und jetzt meine erste Pepsi. Ich glaube, ihr habt alles gesehen, was es hier gibt. Hier, die grillen Mais. Der Mais hat echt gut gerochen, Mann. Schaut mal, hier ein Ventilator. Hier ist Wasser. Und dann läuft es hier langsam rein. Und seht ihr das? Ich mache mal die Kamera davor. Die wird nass. Da ist Wasser. Das ist krass. Jetzt zum Schluss. Das Messer haben wir. Jetzt besorgen wir noch einen kleinen Rasierer. Und schauen wir mal. Falls ihr die Rasierer mal auf Instagram oder so gesehen habt, solche. Ich will so einen haben, um mir meine Lines und sowas selber zu machen. Wie heißt du? Randy. Randy. I need something what makes a Ziffer. Yeah, this one. 0-0. This one is the best you have now. It's number one. Yeah, yeah, okay. Yeah. He's my
my uncle. Really? Yes. Amo Magdi. Amo Magdi? Yeah. Ooh, I like this one. Der ist krass. Okay, also der hier ist neu. Der hier ist etwas älter und weil der so gut ist und so Aufklipse hat, ist der jetzt billiger auf dem Markt geworden. Yeah. Okay, I got it. Nice. Nice. Ich heiße Sisu. Ich wohne in Kairo. Kairo ist die Stadt von Ägypten. Also den ich will, der kostet 295 Pfund. Das sind, sagen wir mal, 14 Euro. Ich weiß nicht, ob man sieht, hier auf Ziffern. One year guarantee. Yeah, yeah. I'll be back in 3 months. This is Sisu. One year guarantee. Let me show something. You can go to take money, okay? Yeah, 3 times. Actually, my friend is gave me my money. And the boss. Yeah, like this. This is the boss. Mr. Ahmed himself. This video. Die Leute sind verrückt hier, Alter. Er nimmt einfach Kamera und filmt den Laden. Hallo. انا ما اعرفش اجيبها بكام والله دي غليت والله 10 من 10 احنا امبارح والله بنرد الله والله مش بيك عربي تصلي في الاوردر شويه اتكلم لسه هيقعدوا شويه معايا هتكلم عربي بقى انا دونت سبيك انجلش دو سبيك انجلش يس بي شويه ايوه نو 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 دي جيرماني انديا دي سبيك انديا يا يا انديا كان عندك اكثر من انجي You joking, man? No joking. Abkanamek yeah. Yeah. Say something. India. What does it mean? What's your name? Abkanamek yeah. Name? Like name. Kumit kame. Wie heißt du? What's your name? Wie heißt du? Danke, danke. If you need anything, danke. You will come again. Shukran. Danke. Have a nice time. You too. Bye bye. See you again. Assalamu alaikum. Geiler Typ, Mann. Ich schwöre, ich küsse dein Herz. Das Video wird eine Stunde wegen ihm. 295 Pfund, Leute. Und ich habe einen geilen Rasierer, der wirklich auf null rasiert hat. Und ich habe auch genau den genommen, den ich gekauft habe. Den ich probiert habe. Das ist ein wichtiges Detail, denn auf solchen Märkten, also das war ja jetzt nicht mehr wirklich Markt, aber wenn ihr auf Märkten Sachen kauft und ihr, sagen wir mal, ihr kauft eine Replikatasche, die ihr euch zeigt, die müsst ihr kaufen. Weil sonst bringt ihr euch wieder ein schlechteres Stück. Weil es gibt High-Copies, Middle-Copies und schlechte Kopien. So, Freunde, und wo wir das Video begonnen haben, beende ich auch das Video. Lasst gerne ein Like da, kommentieren nicht vergessen, die Glocke aktivieren und abonnieren. So supportet ihr das Ganze und ich habe noch viel mehr Möglichkeiten, um andere Sachen euch zu zeigen. Und bis zum nächsten Mal. Peace. Leute, das war anstrengend, man kann ich euch ehrlich sagen. Aber geil.